The Evil Within, eine weitere Folge in der Resi-Residenz. Scheiße, schon wieder hier. Und wir sind irgendwie mit dem Fahrstuhl hingekommen, wo hier normalerweise der Eingang ist. Da liegen übrigens noch die Hände von der Trulla. Aber ist es denn nicht dieselbe? Das ist übrigens die Uhr, die auch in unserem Speicherraum ist. Der Speicherraum ist übrigens nicht da. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt... Ich werde erstmal mich hier umsehen. Ist übrigens auch die Tür ist nicht mehr da unten, ne? Kann das sein? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Und Rurik sagte irgendwas, Joseph konnte es nicht. Und mal sehen, ob du damit klarkommst, was ich mit dir... Oder was du für mich tun wirst. Oder was ich dich tun lassen werde. Hat er gesagt. Das heißt also, wir müssen für ihn irgendwas tun. Die Frage ist nur, was? Und er steckt halt in uns drin, habe ich das Gefühl. Also, seelisch. Da war normalerweise Speicherpunkt. Oh, ein Kartenfragment. Kartenfragment 20. Okay. Da kommen wir nicht rein. Kommen wir denn hier nochmal rein? Nein, kommen wir auch nicht. Doch, die Tür ist noch da von unten, die große. Die hübsche Vase erstmal zertrümmern. Und da kommen wir auch nicht rein. Gut. Damit hätten wir das abgeklappert und dann schauen wir mal an, wo wir jetzt hinkommen. Auf jeden Fall sind wir wieder in der Residenz von Ludwig, also quasi von dem Herrenhaus, so wie es aussieht. Ich frage mich immer noch, was... Also Ludwig hat halt versucht, Joseph auch dafür zu nutzen. Und bei ihm hat es wohl anscheinend nicht geklappt mit dem Köpfchen, aber bei uns. Und er möchte uns gerne nutzen für irgendeine Tat. Die wir aber noch nicht wissen, was das ist. Boah, diese Puppen, ne? Okay, hier war auf jeden Fall... Das ist sein früherer Arbeitsplatz gewesen. Da hat er alles gelernt, geübt. Boah. Ich hasse Puppen! Mann! Entschuldigung. Hört sich an, als ob da einer an einem Computer schreibt. Aber zu dem Zeitalter? Computer? Doc, was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie,
Alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. What the fuck is this? Ich komm gleich. Hey, ich weiß, dass du da raus bist. Hör mir zu, verdammt! Ach, er wieder. Schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Ich möchte mal anmerken, dass ich erstens nicht weiß, was ein Stemmsystem... An ihnen haftet der Geruch von Blut. Dass ich als erstes nicht weiß, was das Stemmsystem ist. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit der Nervenklinik da zu tun haben. Und zweitens, wer ist er? Er muss ja wahrscheinlich schon länger hier sein. So. Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeiten in Nervenklinik auf. Situation komplizierter als gedacht. Interne Prüfung in der Beacon Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen. Personalchef Marcelo Jimenez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Mhm. Und hier schon wieder jemand vermisst. Marcelo vermisst Dr. Marcelo Jimenez, Personalchef der Beacon Nervenklinik. Er wurde zuletzt in seinem Büro gesehen, wo er mehrere Telefonate führte. Ja, wir wissen ja, wo er ist. Er hat sich mal eben pulverisiert, verabschiedet quasi. Und wir müssen noch ein bisschen sparen, glaube ich. Aber wir haben zu spät angefangen mit diesem ganzen kritischen Schaden und alles. Denn es wird nicht einfacher werden. Weil wenn ich schon alleine dran denke, dieses riesen Monster, was da war, da werden wir definitiv noch drauf treffen. Ja. Ich speichere nochmal eben fix. Ja. So. Gespeichert haben wir. Und Schlüssel haben wir ja eh nicht. Kartenfragment haben wir hinzugefügt. Also geht's wieder zurück. Und ich frage mich, wo wir jetzt sind. Warum dreht sich die Kamera jetzt so? Achso. Sind wir denn jetzt wieder in der realen Klinik? Also in der realen Anstalt? Weil es sieht so neu aus, alles und so.
habe ich nur so das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird. Aber warum ist dieses Vieh dann... Aber es wurde ja gesagt, er will auch raus. Also heißt es also, wir sind immer noch drin. In dieser verkappten Welt. In dieser Stranger-Welt. Strangers in the night. So. Bolzen erstellen. Natürlich. Einen Sprengbolzen haben wir erstellt. Das ist schon mal supi. Er weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist das ein Parkhaus, wo wir jetzt hier sind? Oder irre ich mich da? Wo wir da gerade drunter hergelaufen sind? Vielleicht das Parkhaus der Nervenklinik? Ich weiß es nicht. Boah, das Vieh, das hat aber... Ist das jetzt ein Fehler vom Spiel oder warum? Ist das jetzt ein Grafikfehler oder warum ist da die Wand, die halbe Wand jetzt auf einmal durchsichtig? Ich glaube, das ist ein Fehler vom Spiel. Ein Grafikbug. Das kann nicht mehr lange dauern. Das kann nicht mehr lange dauern. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Keine Ahnung. Ich, So. Und wir sind genau... Ja, wie ich es vermutet hatte, wir sind in einem Parkhaus. Und... Wie könnte man besser diesen Gegner bekämpfen, als wie in einem Parkhaus? One way. Ich kann die Kamera nicht drehen. Nein. Wie denn? Wie, was, wo, wer, warum? Ja, natürlich. Wie soll ich den denn erledigen? Kann das sein, dass er uns sucht? Okay, ich werde mal das Licht ausmachen und werde mal versuchen. Okay, wir haben 5 in der Flinte. Boah, echt, das kotzt mich so an, dass wir nichts Gutes verbessert haben. Boah. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Lal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 a, du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Stimmt, wir haben ja noch Granaten, ne? Stimmt ja. Die werde ich mal nach da legen. Wir haben 5 Granaten. Ui, das ist natürlich sehr fein. Ja. Ich frage mich, wie wir den erledigen sollen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und frage mich gerade, wo er ist. Oh, hier ist ein Fässer. Jawohl. Jawohl. Das ist ein brennbarer Fässer. Tritt die doch nach da, Basti. Das war nicht sehr intelligent von mir, glaube ich. Boah, ist der schnell. Boah, ist der schnell, der. Boah, Alter, ist der schnell. Alter Finne. Jetzt hat er uns definitiv gesehen. Die Frage ist nur, was?
Nein. Was leuchtet denn da rot? Renn doch, Basti. Oh, Basti. Mann, ey. Komm. Ja, super. Das war ja ganz großes Kino. Das war ja... Du bist nicht schön, du bist hässlich. Du bist hässlich. Ja, super. Ich frage mich gerade, wie... Na toll. Na super. Ach komm, ey. Mann, mach das scheiß Menü aus. Mann. Du Esel. Ja, das war's. Eigentlich ist er ja relativ easy. Weil solange er uns nicht sieht, kann er uns auch nichts tun. Das heißt, die Taktik von gerade werde ich trotzdem nochmal anwenden. Aber auch hässlich, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Boah. Hübsch ist anders. Aber er kann ja jetzt nicht wissen, wo wir sind, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich kann er das jetzt nicht wissen. Komm, Basti, mach fertig. Mach fertig. Ich glaube, wir werden ihn ein wenig mit den Bomben maltretrieren. Mein Gott, ich kann schon kaum schon reden, weil ich so unter Stress stehe. Oh nein, er hat uns gesehen. Oh, der schmeißt mit Autos. Ist denn sowas möglich? Der schmeißt mit Autos? Gibt's doch gar nicht. Verarschen, du schmeißt mit Autos. Ich schmeiß auch gleich mit Autos. Geht kaputt. Nimm auf. Alles aufnehmen. Alles aufnehmen. Kommt der hier rein? Ich werde mal auf die Schnelle eine Spritze nehmen. Und die vom Tisch werde ich aufnehmen. Ah, man kann ihn also weglaufen, das ist sehr schön. Noch sucht er uns. Wahoo! Ich bin hier nicht drin. Okay, er kann uns doch da rausholen. Ich bin davon ausgegangen, es ginge nicht, aber es geht doch. Wohlgemerkt. Ja, ist gut, Basti. Lauf. Also, kann man sich ein wenig in den Dings verstecken? Lach nicht irgendwo noch eine Granate rum? Okay, er sucht uns wieder. Jetzt vielleicht?
Also hören kann er uns anscheinend nicht, aber sehen, ja? Lauf, Basti, lauf, 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 lauf. So, er hört uns nicht, aber mein Gott, dreh dich um, Basti. Oh, ist denn sowas möglich? Tja, jetzt haben wir natürlich erstmal soweit nichts mehr an Sprengbolzen. Ja, dürfte auch gehen, theoretischerweise. Wenn er daran vorbeiläuft, normalerweise ja. Müsste das Ding angehen? Ja. Ich glaube, er ist stinkig. Und woher weiß er, dass wir hier drin sind? Das ist unfair. Woher weiß er denn, dass wir hier drin sind? Das ist unfair. Das finde ich unfair. Das finde ich mal voll unfair. Oh nein, das Ding ist kaputt. Duck dich doch, Mann. Wieso hat er die Granate nicht ausgerüstet? Meine Güte, ist denn sowas möglich? Weißt du, der weiß, wo wir sind. Das ist unfair. Das ist unfair, 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 unfair. Das ist voll unfair. Nimm die Scheiße auf, Basti. Nimm die. Lass den Scheiß Glibber liegen. Mann, du. Nein, 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 nein. Das ist natürlich nicht sehr schön. Dann müssen wir nämlich das Ganze jetzt nochmal machen. Mann, duck dich! Okay, das ist die Taktik mit den Granaten, war schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ich würde gerne ein paar Bolzen herstellen, aber wir haben keine anderen mehr. Ich glaube, bei dem Gegner wird auch, glaube ich, so ein Frostbolzen nicht helfen. Aber wenn wir die ganze Zeit versteckt bleiben und die Granaten werfen, dürfte es eigentlich funktionieren. Eigentlich. Der kann uns gar nicht. Woher weiß er denn, dass wir hier das... Geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist unfair. Das ist unfair. So, warte mal eben. Bleib mal eben dran am Hörer. Ich hatte doch vorhin einen Blitzbolz noch gehabt, ne? Gibt's doch nicht. So, geh weg. Oh, Walhage, das brauche ich jetzt noch nicht. Mann, Basti. Ach, jetzt wird er schon wieder schlapp, ey. Mann. Oh, noch mehr Munition, noch mehr Munition. Er kann uns hier gar nicht sehen. Eigentlich kann er uns hier nicht sehen. Eigentlich. Eigentlich. Aber er hat uns gesehen. Anscheinend schon. Guck mal hier, was ich für dich hab. Oh nein.
mal her. Spritze? Basti, Spritze, lauf weg. Uah. Oh nein. Nein, oh Mann, lauf doch einfach. Mann, ey, das ist unfair. Voll unfair. Voll unfair. Da liegt noch eine Granate. Wow, wow, wow. Wow. Fuck. Warte mal eben, bleib mal dran. Warte, ich hab was für dich. Guck mal hier, wie wär's hiermit? Und Sprengbolzen haben wir, das ist gut. Aber wir müssen den irgendwie erledigen, ich weiß noch nicht wie. Können wir hier was machen? Feier? Nee. Ah, ins Auge schießen. Das erste, nicht das letzte Trophäe erhalten. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Puh, den hatte ich mir aber ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber boah, 20.000. Wir können so einkaufen gehen, so shoppen gehen. Das gibt's überhaupt nicht. Ist ja der Wahnsinn. Das ist ja voll der Wahnsinn, ey. Alter Finne. Nein. Gut, also wir haben bei dem leichter, der war leichter, obwohl der größer war. Wohlgemerkt, der war leichter als wie die Trulla, möchte ich jetzt noch mal anmerken. Ja? Jetzt kommen wir da nicht mehr rein und da liegt eine Spritze, ey. Ich geh kaputt. Ich geh voll kaputt, ehrlich, ey. Das gibt's nicht. Jetzt kommen wir da wirklich nicht rein. Och, Mann. Haben wir da noch eine Spritze? Haben wir noch zwei von drei? Ach, wir gönnen uns die heute mal. Wir gönnen das uns heute mal. Auf jeden Fall schaue ich mich hier noch ein wenig um. Boah, 29.000. Ich weiß jetzt schon, was wir uns verbessern werden. Also ich habe mir den echt schwieriger vorgestellt. Ja. Okay. Hier liegt noch ein Blitzbolzen. Weil der war ja echt leichter als wie die Trulla. Als wie unsere gute Schmute Kasimir. Heute Witzka, Herr Kapitän, Volvo auf der Bötsche, da fahre wie Uzi. So. Na dann, auf in den Fahrstuhl. Ja, huch. Ja, Kapitel 10. Überlegt. So, Spiel speichern wir doch direkt mal. Und das heißt für uns das nächste Kapitel. Yeah. Ich weiß gar nicht, waren es 12 oder waren es 13 Kapitel, wo ich es mal gelesen habe. Ich glaube, 12 oder 13 Kapitel sollen es gewesen sein, oder sind es im Spiel. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 11. Bei Kapitel 11 sind wir jetzt. Und wir haben den Großen erledigt. Den matschigen Matschmatsch. What the fuck?
Kapitel 11, Wiedervereinigung. Ja, und damit, das ist ja mal der Wahnsinn. Ich würde sagen, auch schon wieder ein Karussell. Ich würde sagen, in einer weiteren Folge geht es dann hier weiter und wir schauen mal, was mit der Welt dann nun momentan passiert. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also schaltet nächstes Mal wieder ein, 17:07 Uhr. Tschüss.